Bereue nichts, heißt Silbermonds brandneue Single. Aber was sollten Stefanie und ihre Jungs auch bereuen? Schließlich haben sie auch mit ihrer zweiten Auskopplung alles richtig gemacht und steigen damit auf Platz 20 ein. Lily Allen lässt uns in dieser Woche per Twitter wissen, dass Paris Hilton ihr den BlackBerry mit all ihren Nummern gestohlen habe. Mit einer Nummer können wir zum Glück aushelfen. Not Fair fällt von der 17 auf die Nummer 19. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. Die schon wieder. Silbermond sind in dieser Woche gleich zweimal in den Top 20 der deutschen Charts vertreten. Irgendwas bleibt, und zwar unverändert auf der 18. Die Kritiker loben an Daniel Merriweathers Album Love and War vor allem dessen Vielseitigkeit. Kein Wunder, in der Liebe und im Krieg ist ja auch alles erlaubt. Der Single bringt die Lobhudeleien nichts. Change fällt von der 15 auf die 17. Auch in dieser Woche haben Razorlight ihren mittlerweile legendären Kabelsalat angerichtet. Wire to Wire fällt allerdings um 3 Plätze auf die 16. Na dann, Mahlzeit. Nachdem es in Deutschland schon etwas still geworden war, kommt Pitbull mir nichts, dir nichts um die Ecke und markiert mit I know you want me sein Revier auf der 15. Während Beyoncé in den USA bereits die übernächste Single Sweet Dreams veröffentlicht hat, müssen die deutschen Fans sich immer noch mit Halo begnügen und kaufen das gute Stück in dieser Woche auf die 14. Zwei Dinge braucht man für einen Sommerhit: Mark Medlock und, na klar, den Sommer. Nachdem zumindest Mark Medlock seiner Verpflichtung nachkam, verabschiedet er sich aus den Top 10. Mamacita fällt von der 10 auf die 13. It's alright. Ob Ashley Tisdale sich die Haare färbte, damit sie bei ihrem Wetten-das-Auftritt nicht mit Thomas Gottschalk verwechselt wird? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass seit diesem Auftritt It's Alright, It's Okay von der 16 auf die 12 gestiegen ist. Hoffentlich lassen sich die 4 Mädels von Queensberry nun keine grauen Haare wachsen. Too Young fällt in dieser Woche aus den Top 10 und landet unsanft auf Platz 11. Die Plätze 20 bis 11. Und weil einem bei diesem mörderischen Tempo, das unser Schnelldurchlauf an den Tag legt, auch schon mal schwindelig werden kann, legen wir uns jetzt alle erstmal in die stabile Seitenlage, warten, bis sich unser Kreislauf wieder normalisiert hat und sehen uns dann gleich nach der Pause wieder. Bis gleich. Ich wollte dir nur mal eben sagen. Wollten die Sporties nicht ein ganzes Jahr pausieren? Zur Freude der Fans sind sie nun aber bereits nach einer einwöchigen Pause zurück in den Top 10. Von der 11 auf die 10, die Sportfreunde Stiller mit Ein Kompliment. Alexander Rybak liebt nicht nur Märchen, sondern machte es auch dem Rotkäppchen nach und besuchte am letzten Samstag die Oma, und zwar beim Sommerfest der Volksmusik. Die Enkel reagieren verstört und schicken Fairy Tale von der 8 auf die 9. Anything but Love rauscht von der 3 auf die 8. Daniel Schumacher ist in den Charts aber weiterhin vor Mark Medlock und bleibt damit wenigstens das erfolgreichste Bohlenfohlen. Noch immer wissen wir nicht, wovon sich Milo bei seiner Namensfindung inspirieren ließ. Vielleicht von der gleichnamigen mecklenburgischen Gemeinde? Dort ist man sich jedenfalls relativ sicher. Ayo Technology fällt von der 5 auf die 7. Aha steigt mit ihrem Album Foot of the Mountain sensationell auf Platz 1 der deutschen Albumcharts ein. Weil aber versehentlich auch noch ein paar Käufer zur gleichnamigen Single griffen, steigt auch die von der 9 auf die 6. In dieser Woche erzählte Fergie, dass sie im Schlafzimmer gerne Bühnenoutfits anzieht. Und egal, solange sie auf der Bühne keinen Schlafanzug trägt, die Black Eyed Peas klettern mit Boom Boom Pow um einen Platz auf die Nummer 5. Destiny's Child sind mit zu 2 Dritteln wiedervereint, zumindest in den deutschen Singlecharts. David Guetta und Kelly Rowland steigen ein auf die 4 mit When Love Takes Over. Emiliana Torini bleibt mit ihrem Überraschungshit auch in dieser Woche der Paukenschlag der Charts. Jungle Drum fällt um ein Plätzchen auf die 3. Wenn die Bauherren Cassandra Steen und Adel Tawil so weitermachen, wird aus der Stadt so langsam eine Metropole. Die beiden können mit Stadt nochmal zulegen und schaffen es in dieser Woche bis auf Platz 2. Damit fehlt jetzt nur noch eins.
Platz 1. Und da ist, wie sollte es anders sein, Lady Gaga mit Pokerface. Und um mittelfristig die deutschen Charts wieder etwas spannender zu gestalten, möchte ich an dieser Stelle einen Aufruf machen. Also an alle, die Lady Gaga prima finden und total gerne Pokerface haben möchten, kauft die Single bitte jetzt. Von mir aus auch gerne ruhig 2, 3, 4, 5, 6 Mal, falls ihr noch irgendwie ein Geschenk braucht oder so. Aber es wäre total schön, wenn ab Montag einfach jeder das Ding hat, der es haben möchte. Denn dann könnten wir euch schon in der übernächsten Sendung eine neue Nummer 1 präsentieren. Also kauft jetzt, es ist für einen guten Zweck. Und hier kommt nochmal das Anschauungsmodell. Lady Gaga mit Pokerface. Auf Wiedersehen.